Ja, mach halt das Ding. Ich will auch schon eingefroren. Was ist das? No, das wird nichts, du. Herzlich willkommen bei How to Open a Coconut. Das ist das erste Mal, wenn ich das mache, also ich probiere es jetzt mal. Ich habe verschiedene Werkzeuge da, wir schauen mal, wie es geht. Ich hoffe, es ist nicht der Faule. Sonst habe ich ein Problem. Sonst muss ich nicht Angst holen. Das dann gut. Das sounds very nice here. And now you can hear the crackles in the bones. Yeah. Yep. Ow! Ah nein, das ist nicht mit dumm gesehen. Jetzt dann schon anders. Ach gut. Machen wir es auf die herkömmliche Art. Den Schmeiden in der Tücke. Ich hab viel für dich. Na, jetzt auch schon ein bisschen fest geschlagen. Oh, das ist ja übelreif. Übelreif, sag ich euch. Ja, darum geht ja gar nicht so schnell kaputt. Ihr braucht Axt. Ich bin gerade wieder da. So, ich habe das Instrument. Instrument, mach's mir auf. Komm, friss. So, und jetzt friss. Hau. Patsch, 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 patsch. Okay, dann nicht. Nun sind wir wieder da, haben wir in der Axt und jetzt versuchen wir es mit der Axt. Ganz vorsichtig, nicht dass wir uns wehtun. Okay? Ja, vielleicht machen wir das besser auf den Schnitt. Ich glaube, die ist gefroren. Das ist nicht so super. Als nächstes muss ich auf den Scheitstück mit dem Teil. Da sieht es aus. Ein schön feines Fleisch. Aber ja. Challenge nicht erfüllt. Schaut. Fiert euch! So, grüß euch miteinander. Da sind wir beim Take 2 von unserem Kochnass Öffner, genau. Jetzt haben wir da Angst. Versuchen das doch mal zu knacken, das Nössli. Diesmal auf einem Schiedstock und mit ein bisschen mehr Gewalt und ein bisschen mehr Freude. Ich meinte, ich habe eine Nase voll davon. Ich habe jetzt einen Tag zwei gebraucht, um meine Axt fertig zu machen. Darum ist es etwas länger gegangen. Ja, es schmeckt also wirklich noch gut. Du. Jetzt werde ich die geniessen. Saft ist leider keine mehr rum. Aber der Kokosnussfleisch, du, das ist dann gewaltig. Auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Zuschauen.